wenn der Wumms, um unseren Bundesfinanzminister zu zitieren, sozusagen wirken soll, dann muss es auch tatsächlich schnell und zeitnah sozusagen ankommen. Neuen Videopodcast-Folge heute mit Alexander Hoppe, dem Bürgermeister hier in Königslutter. Und Alex, das Thema kommunale Finanzen ist ja irgendwie ein Dauerthema hier in der Region, weil das für viele Gemeinden, für den Landkreis ein schwieriges Thema ist. Und jetzt hat Corona natürlich nochmal zugeschlagen an verschiedenen Stellen. Hast du schon ein Gefühl dafür, was Corona mit dem Haushalt der Stadt Königslutter eigentlich macht? Ja, Falco, erstmal schön, dass wir uns heute mal zu diesem Thema austauschen können. Ich glaube, Corona ist in der Tat ein Thema, was ja eben überall in verschiedenen Facetten zu Buche schlägt, auch in den kommunalen Finanzen. Wir haben eine erste vorsichtige Schätzung mal vorgenommen. Der Haushalt der Stadt wird wohl mit an die 2 Millionen durch dieses Thema belastet werden. Wir müssen mal schauen, wie sich das insgesamt darstellt. Wir warten ja jetzt auf weitere Entscheidungen. Auch Bund hat sich ja nun schon positioniert, inwieweit das Land dann noch weitermacht, müssen wir schauen, inwieweit hier dann eben noch sozusagen Einnahmeausfälle kompensiert werden können. Schauen wir mal. Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, wir hatten Dienstag, Mittwoch im Koalitionsausschuss, ja, also war das Thema kommunale Finanzen ein riesenwichtiges Thema. Also einmal, um die Kommunen zu stabilisieren und gleichzeitig auch zu sagen, Kommunen sollen investieren können. Ich glaube, 2/3 der Investitionen aus öffentlicher Hand in Deutschland kommen durch die Kommunen. Also durch keine andere Ebene in Deutschland wird so viel für die Konjunktur eben investiert wie in den Kommunen. Und da gab es ja 2 Entscheidungen. Das eine ist, Gewerbesteuerausfälle werden ausgeglichen, und das andere eben, dass bei den Unterbringungskosten für Menschen mit Grundsicherung was getan wird. Aber vielleicht erstmal zum Thema Gewerbesteuer. Hast du da ein Gefühl, was bei euch dann die Ausfälle auf irgendeine Gewerbesteuer wären? Was könnte da für euch bei rauskommen? Müssen wir nochmal genau rechnen, sag ich mal so. Gewerbesteuer haben wir als Stadt in der Regel so in die 3 Millionen. In guten Jahren etwas mehr, aber das ist dann so die Grenze bei uns. Es ist also jetzt nicht die Haupteinnahmequelle. Da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt und welche Verluste jetzt, sage ich mal, gerade dort auch bei den kleineren sich dann am Ende tatsächlich ergeben. Wir sind ja insofern noch am Anfang, wo wir gucken müssen, welche Stundungsanträge kommen insgesamt noch rein. Einige sind schon da. Das wird sich auch im 6-stelligen Bereich locker ergeben in dem Kontext, gegebenenfalls sogar noch etwas mehr. Da müssen wir schauen, wie sich das insgesamt darstellt. Gewerbesteuer, wie gesagt, dass da jetzt Land und Bund helfen wollen, finde ich schon mal positiv. Das hilft sicherlich erstmal einen Schritt weiter, berührt aber eben dann die Kommunen, sage ich mal so, die eben höhere Gewerbesteuerausfälle haben, natürlich dann mehr. Da müssen wir mal schauen. Also ich würde mir auch wünschen, dass man bei den Einnahmeausfällen, die Kommunen haben, jetzt auch über die Einkommensteuersituation oder die Frage, wenn es jetzt bei der Umsatzsteuer Veränderungen gibt, wie wirkt sich das auf die kommunalen Finanzausgleiche aus. Da wäre es mir eigentlich lieb, wenn man auch an der Stelle noch ein bisschen nachsteuern könnte, seitens des Landes beispielsweise, um an der Stelle eben dann auch den kommunalen Finanzausgleich doch in einer gewissen Höhe, sage ich mal, zu halten. Das wäre noch aus meiner Sicht noch ein Wunsch, den man eigentlich auch noch weiterbringen kann. Also die 6 Milliarden im Prinzip als Ausfall für die Gewerbesteuer, die der Bund und dann 6 Milliarden ungefähr die Länder zahlen, ist wichtig, habe ich verstanden, aber würde euch helfen, aber wäre natürlich nicht die alleinige Lösung. Nein, es würde die sozusagen den Verlust dadurch nicht ausgleichen. Ja. Auch die Frage Kosten im Sozialbereich, das trifft bei uns dann in erster Linie den Landkreis, das ist auch positiv. Er muss ja auch immer schauen, wie es sich sozusagen da an der Stelle dann sich finanziell weiterentwickelt. Ich denke mal, insofern ist das auch positiv. Insgesamt müssen wir dann schauen, inwieweit sich dann doch vielleicht irgendwann mal Möglichkeiten geben, dass man an der Kreisumlage bei uns etwas machen kann, weil das würde dann wieder elementar alle kreisangehörigen Kommunen sozusagen entlasten. Da wäre eigentlich dann ein bisschen Spielraum da. Müssen wir schauen, wie sich die Zahlen dann wirklich tatsächlich darstellen, weil das kann heute, glaube ich, auch noch keiner abschließend festhalten. Die Sondersteuerschätzung im September wird, glaube ich, da auch ein bisschen mehr Klarheit bringen, sodass wir dann da insgesamt auch das Ganze besser beurteilen können. Aber du hast es gerade angesprochen, also wir haben dadurch, dass wir jetzt 75% der Wohnkosten für Menschen in Grundsicherung, also umgangssprachlich Hartz IV, übernehmen und das dauerhaft, gibt es ja ungefähr 6 Milliarden, die Kommunen pro Jahr entlastet werden, und das würde natürlich den Landkreis entlasten, vielleicht gibt es da auch wieder Spielräume dann eben. Okay, also auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man zumindest auch mitnehmen muss.
Und vielleicht auch nochmal, ich hoffe, dass auch das, ihr habt ja noch ein paar Bauvorhaben, auch im Kinderbetreuungsbereich. Wir haben ja zwei weitere Dinge, 3 Milliarden für Ganztagsschulen und Betreuung, 1 Milliarde für Kitas. Vielleicht sind auch da einfach nochmal Investitionen, die eh anstehen auf kommunaler Ebene, wenn wir es gut machen, dann auch Möglichkeiten. Aber gut machen ist ein Stichwort, weil es muss einfach funktionieren, oder? Auf jeden Fall. Ich erlebe das ja gerade in einem anderen Kontext, wo die, ich sag mal, formellen Voraussetzungen, eher man dann tatsächlich loslegen darf, dann doch relativ hoch und viel sind. Also wenn tatsächlich der Wunsch, der mit diesem Konjunkturpaket verbunden ist, nämlich dass in diesem und im nächsten Jahr vor allem investiert werden sollen, dann muss es auch hier deutliche Vereinfachungen geben, wie dieses Geld definitiv unten in den Kommunen auch ankommt. Und da muss es dann letzten Endes auch ankommen, weil ich glaube, in der Tat ist es so, diejenigen, die investieren müssen in diesem Gesamtkontext, sind die Kommunen. Es gibt viele Projekte, die da anstehen. Wir selber bauen gerade einen 5-gruppigen Kindergarten neu. Wir haben weitere Einrichtungen vor der Brust sozusagen, die auch der Anbau in Beinrode als Beispiel oder noch ein Waldkindergarten und. Also gerade der Bereich Kindertagesstätten ist eins, der jetzt wirklich nach wie vor Bedarf hat, wo wir gucken müssen, wie wir das alles wuppen können. Wir haben gerade die Schulturnhalle an der Driebe-Grundschule saniert. Sind so viele Projekte, die eben dort da sind. Und wie gesagt, und wenn man da jetzt auch im Hinblick auf die Kreditaufnahme, die wir dann tätigen müssen, Unterstützung bekommen, sodass wir da weniger Kredite aufnehmen müssen, wie gesagt, das wäre gut. Aber Voraussetzung wäre eben auch, dass man relativ schnell und einfach sozusagen an das Geld kommen würde. Das wäre gut. Ja, sonst ist klar, also es sind 130 Milliarden im Konjunkturpaket. Und wenn es kompliziert ist, dann fließt vielleicht am Ende die Hälfte ab und dann hätten wir irgendwie, also immer noch ein großes Paket, aber nicht so groß, wie wir es eigentlich wollen und wie wir es brauchen. Also damit eben die 130 Milliarden auch wirken, müssen wir es einfach machen. Weil da steckt auch noch eine ganze Menge mehr auch für den ländlichen Raum drin. Wir haben Förderung von Mobilfunk im Rahmen, also mit 5 Milliarden Euro gerade auch für den ländlichen Raum. Wir haben Glasfaserausbau, Dinge, die, wir konnten es gerade bei deinem eigenen Haus sehen, hier auch anlaufen zum Glück. Aber das sind ja auch gerade Dinge, die für den ländlichen Raum wichtig sind, um eben Lebensqualität auch hier auf den Dörfern zu erhalten. Ne? Also, aber das funktioniert nur, wenn es schnell wirkt und ankommt. Ja, also das ist, man merkt es ja gerade in dieser Zeit, wo viele Schüler zeitweise zu Hause sind, wo Homeoffice und andere Dinge jetzt greifen, da ist natürlich eine vernünftige Breitbandanbindung eine elementare Voraussetzung für vieles. Und da mangelt es im Moment. Ich bin froh, dass wir mit diesem Projekt hier im Landkreis Helmstedt jetzt Stück für Stück vorankommen. Und dass es weitergeht und dass eben überall im Landkreis, sage ich mal, Bautätigkeiten in dem Kontext stattfinden. Ja, noch nicht überall und zeitgleich, das klappt ja nicht eins nach dem anderen, aber das funktioniert und es läuft an. Und ich glaube, da sind wir alles im Allem unter den Voraussetzungen, die wir haben, schon auf einem guten Weg. Man muss sicherlich gucken, wie dann die Bauausführungen sind und andere Dinge, aber das wird im Nachgang dann mit dem Kreis auch zu klären sein. Ja. Mensch, Alex, ich danke dir erstmal und ich glaube, also wichtige Botschaften, es hilft, was da beschlossen wurde. Wir gucken nochmal, wo wir das eine oder andere an anderen Ausfällen kompensieren müssen und es muss einfach sein, sonst kommt es nicht an. Ich glaube, das sind ja auch die Botschaften. Wenn der Wumms, um unseren Bundesfinanzminister zu zitieren, sozusagen wirken soll, dann muss es auch tatsächlich schnell und zeitnah sozusagen ankommen. Okay, also Wumms ist das Stichwort. Insofern, das kriegen wir hin. Alles Gute.